Hallöchen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und auf meiner französischen Map. Es hat sich hier bei mir wieder einiges getan. Das werdet ihr nachher alles noch sehen. Aber zunächst habe ich jetzt erstmal einen Plan, den ich sofort verwirklichen werde. Und das heißt Traktortausch. Ich brauche einen kleineren Traktor. Im Moment werdet ihr das noch nicht verstehen, aber nachher vielleicht schon. Dann werde ich erstmal hier einsteigen. Von der Sorte habe ich zwei. Da reicht eigentlich einer. Also werden wir den hier mal wegbringen. So. Sorry, meine Kopfhörer haben eben gesponnen. Das passiert halt auch mal. Ich habe eben gerade gar nichts gehört. Aber ja, die hatten sich entweder ausgestellt oder ich habe sie nicht richtig eingeschaltet. Das kann alles sein. So, und da fahren wir jetzt eben persönlich mit dem hier vor und verräuchern noch ein bisschen die Baumkronen hier. So, hierher wollten wir, ganz genau. So, mein Armer, du musst abwandern. Bist wirklich schön, aber ich habe einen von der Sorte und brauche jetzt noch was anderes. Tut mir leid. Jawohl, wir verkaufen. Und haben wir noch was da liegen? War da eigentlich ein Gewicht dabei? Ich vermute mal. Jawohl, genau. Na klar. So, jetzt ist gut. Alles weg. Jawohl. Jetzt hole ich mir was anderes in Sachen Traktor. Und zwar von diesem kleinen hier. Jetzt mal erstmal gucken, wo er war. Ich werde mal einen nehmen, den ich noch nicht habe. Jo. Moment, wie viel PS hat der? 136. Und wie viel hat der? Bis 175. Der reicht mir eigentlich hier. Was haben wir denn hier noch? Ach, noch der Glas. Wie viel hat der? Aber da haben wir ja schon einen. Ich glaube mal einen Lindner. Den habe ich lange nicht gehabt. Rot ist eigentlich schon mal ganz gut. Aber die Felgen gefallen mir so nicht. So, das gefällt mir besser. Mal nicht Navyblau, sondern zu dem Rot passend ein Schwarz. Was ich aber mache, natürlich Breitreifen und Radgewichte. Das ist in Ordnung. Da werde ich noch das Nummernschild kreieren. Na klar, wenn wir da schon dabei sind. Okay. So. Hinten reicht. Okay, das hätten wir auch. Ja, warum nicht? Alles gut. So werde ich den kaufen. Gut, jetzt schauen wir erstmal das gute Stück hier draußen an. Da steht er. Ja, er ist nicht so sehr laut. Gefällt mir schon mal ganz gut. Ich vermute mal, er ist auch wendig.
sowie die Räder angebracht sind und die vorderen sind schön klein. Klammer gucken. Oh, guckt mal. Allrad. Ja, besser geht ja gar nicht. Genau sowas brauche ich. Das ist gut. Genau richtig. So, wie viel Geld haben wir noch? 49.000. Wollen wir dem Teufel am Bart zupfen? Ich brauche noch einen kleinen Hänger. Anhänger. Maritzel, das heißt Anhänger. So, jetzt bin ich wieder aufs Falsche gegangen. Weg da. Ich muss zum Händler. So. Und nicht Escape drücken. Ich gehe mal hierher. Nee, den nicht. Mal gucken, was wir noch auf Lager haben. Ich weiß gar nicht genau, ob ich zurzeit schon habe, was ich eigentlich möchte. Aber wenn nicht, ja doch. Ja, nehmen wir den. Ich würde mal sagen, kann ich auch als Autolord nehmen. Aber als Autolord wollte ich den eigentlich nicht verwenden, sondern eher so. Er lässt sich verändern, das ist schon mal gut. Fahrgestell und Aufbau, aha. Fahrgestell, kann man da ein Schwarz haben? Ja, das ist schon mal gut. Und der Aufbau, den nehme ich hier mal so. Das passt zu dem, was ich vorhabe. Reifenvariante, was haben wir da noch? Naja, Variante können wir nicht wechseln, aber den Hersteller. Ich nehme mal den. Gefällt mir besser in dem Falle. Oh ja, das können wir uns doch leisten. 9.000 Euro. Mehr nicht. Na denn. Das ist gut. Das ist doch mal gut. So, ja, der sieht immer noch ziemlich groß aus, aber das ist okay. Das sollte funktionieren. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, warum. Und einen Platz muss ich dem auch noch zuweisen. Das wird noch heiter. Ich kriege hier doch tatsächlich noch Platzschwierigkeiten, wie es aussieht, obwohl ich schon so viel gebaut habe. Aber gucken wir mal. Jetzt nehmen wir den erstmal mit. So, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Und extra jetzt nicht hier rechts durch. Ihr habt das bestimmt schon gesehen. Da geht bei mir jetzt neuerdings ein Weg durch. Es wird also jetzt doch hier nicht die riesengroße Wiese. Aber die Wiese bleibt's. Gras ist gesät. Das schon. So, hier rum um die Ecke. Okay. Einen Moment nicht richtig geguckt und schon wieder machen wir Mist. Ja, das ist typisch. So, den Hänger, da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich den nachher unterbringe. Da müsste eigentlich hier die Halle noch mit reinpassen vielleicht. Oder wie sieht das hier aus? Ach ja, klar. Den können wir da mit reinstellen auf jeden Fall. Der passt auch dahin. Das machen wir mal klein noch. Denn ich brauche ihn jetzt noch nicht sofort. So, werden wir mal gucken, dass wir den gut da reinkriegen. Oh, das stimmt ja sogar mit der Richtung. Aber jetzt mit dem Lenken natürlich wieder nicht, ganz klar. So, jetzt. Ja. Ja. Fast hätten wir es geschafft. Aber nur fast. Fahren wir nochmal geradeaus. Nochmal gerade ziehen. So. Und jetzt müsste es aber was werden, ne? Gut. So kann er schon mal stehen. Das ist in Ordnung. So, da kommen wir wieder raus da. Jetzt werden wir mal gucken, ob du diese Tonne da ziehen kannst. Ich hoffe. Aber ich denke mal schon. Obwohl, die sieht sehr groß aus. Im Gegensatz zu ihm.
Ich bin immer gespannt, ob das was klappt jetzt. Ob mein Plan tatsächlich aufgeht. Ob der tatsächlich aufgeht. So, also, ich habe gebaut. Wir fahren jetzt mal hier hinter. Ich werde mal ein bisschen weiter hochscrollen. Da hat man einen besseren Überblick. Und dann schaut mal, da hinten hat sich was getan. Ich habe diese Fläche hier bearbeitet mit dem Landschaftstool. Das war sehr, sehr langwierig. Aber ich habe es hinbekommen, dass es eine Ebene gegeben hat, die ansprechbar ist für meine Zwecke. Hier vorn steht ein Hühnerstall. Deswegen der kleine Traktor und der kleine Anhänger für die Fütterung. Da muss ja dann Weizen geliefert werden. Und schaut mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier drei Gewächshäuser platziert. Und kostenloses Wasser habe ich hier auch. Werden wir gleich mal füllen. Und wie schnell das geht. Wunderbar. So, und weil ich hier doch ein bisschen alles ein bisschen eng habe, der Platz war ja nur begrenzt. Ich habe es natürlich auch wieder dekoriert, als es gebaut war, wie ihr seht. So, und jetzt hier kann ich einen kleinen Traktor sehr, sehr gut gebrauchen, wie ihr seht. So, jetzt werden wir erstmal hier Wasser liefern. Da ist schon eine feine Sache. Ich werde mal eben ein Foto machen. Fällt mir gerade mal so ein. Da muss ich aber aus dem Traktor aussteigen erstmal. Die Anzeigen wegmachen. Wieder rein. Werden wir mal schauen. Naja, nee, das machen wir nicht im Vordergrund. Oh, jetzt tut es mich hier wieder reinziehen. Das ist auch nicht so toll. So könnte man es eventuell. Mal gucken. Nein, da will ich doch nicht hin. Okay, da steigen wir aus, dann machen wir es anders. Sorry, einen kleinen Moment. Ich muss hier was zaubern. Hierher muss ich. Und natürlich ein Stückchen hoch. Ich habe ja da so ein Tool, dass ich das kann. So. Stück weiter rüber. Zurück, zurück. Etwas im Vordergrund vom Foto. Da gibt es eine schöne Tiefe. Betreffbild. Ja, so könnte man das eventuell. Ah, der Baum muss gerade stehen. Muss ich aufpassen. Noch ein Stück höher. Ich drehe mich mit dem Mausrad hoch. So vielleicht. Jetzt muss ich die Perspektive korrigieren. So, ja. Schauen wir mal, ob das. Das muss ich mir dann in groß anschauen, ob das verwertbar ist. Okay, jetzt tue ich mich wieder runter scrollen. So. Wir werden das noch von der anderen Seite. Das ist vielleicht auch noch eine gute Idee. Mal gucken, dass wir den Hühnerstall ein bisschen mit drauf bekommen. Mal eben schnell hier rüber switchen. So, es ist schon viel zu weit. Schon viel zu weit, Maritzel. So, ich denke mal von hier aus irgendwie. Mal gucken, was wir da hinbekommen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wenn wir das mal ein bisschen. Oh, ich muss noch mal ein bisschen runter, weiter runter dann hier. Naja, nicht so wirklich, ne? Schauen wir mal, wie das von hier aus ist, von hier drüben. Okay, schauen. Ist schon interessant. Man hört trotzdem, wie die Schritte auf dem Boden lang gehen. Ich muss also ganz schön lange Beine haben, wie es aussieht. Wenn man das trotzdem hören kann hier. So. Naja. Vielleicht so. Stück runter. Die Perspektive ist nicht gut. So.
Das könnte man auch nutzen hier. Ja. Und dann könnte man ja auch noch so. Das ist auch nicht schlecht. Okay, das mache ich mal. So, jetzt habe ich drei Fotos zur Auswahl. Das sollte reichen. Ich schwitze mal eben durch, dass wir direkt wieder da drin sind. Da waren wir schon. Okay. Und das immer wieder. Gut. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier durchfahren. Der hat seine Ladung hier abgegeben. Jetzt müssen wir hier hinten durch, ganz klar. Hier hinten habe ich auch gestaltet, wie ihr seht, diese Wellen. Das hat sich hier oben ein bisschen ergeben. Die habe ich dann einfach so gelassen und dekoriert mit Stein und Fels und Schotter und bisschen Bewuchs. Halt so, ne? Halt so richtig schön natürlich. So, hier kommen wir gut rum. Das ist das, deswegen der kleine Traktor. Und der ist nur für hier. Der bleibt dann auch hier vor Ort. Ich werde schauen, dass ich hier noch irgendwie einen Unterstand baue, dass die Utensilien, die ich hier brauche, hier auf der Seite auch untergestellt werden. Dann kann ich den Platz auf der anderen Seite für andere Sachen verwenden. So, ich muss die Anzeige wieder anmachen, sehe ich gerade. Ich muss nochmal aussteigen. Alt und 1, wieder einsteigen. So, ich habe nur das Wassergeräusch gehört, aber nicht gesehen, dass er wirklich füllt. Die Anzeige brauche ich dann also schon. Nur nach Gehör spielen. Nee, jetzt machen wir hier nicht noch was rein. Eine Ladung reicht erstmal. Das kann ich offscreen machen, dass wir hier nicht so lange rumkutschen. Wir haben ja noch ein bisschen was anderes vor, denk auch noch. So, jetzt geht hier noch eine Ladung rein und dann noch das dritte Gewächshaus. Ja, und so wie Wasser da ist, im ersten hatte ich schon Wasser, dort hatte ich das schon ausprobiert, ob alles klappt. Ach, ich sehe gerade was. Die Wegfahrsperre. Rein damit. So. Und für den Traktor natürlich auch. So, ach nee, Moment mal. Das war für einen Traktor dann schon. Der Hänger nimmt sowas wohl gar nicht an. Ja, genau, ist ja eigentlich logisch. Marietzel, du hast wieder einen Knoten im Kopf, hä? So, das hätten wir schon mal. Und mit dem Traktor kann ich dann auch hier durchfahren. Das klappt dann auch mit dem kleinen Hänger. Anhänger. Und da kann ich hier abkippen, wenn ich Weizen anliefere. Das bietet sich eigentlich wirklich an. So, und hier rechts, die Hühner, die haben es doch hier herrlich. Genau wie die Schafe im anderen Projekt. Mitten im Grün, ungestört. Da geht es denen doch gut, oder? Das ist eine feine Sache. Das hatte ich mir hier so einfallen lassen und habe das sofort in die Tat umgesetzt halt. Den Traktor, den werde ich jetzt mal hier vorne her auf die Seite stellen. Den lasse ich einfach mal hier so. Ich werde irgendwie noch auf dieser Seite hier, wie gesagt, einen Unterstand bauen. Ich weiß noch nicht genau, wo und wie. Aber vielleicht fällt mir das ja auch noch im Verlauf des Videos ein. Die freie Fläche hier vorne, da kommt noch ein Stall hin mit Tieren. Es ist noch nicht ganz sicher, welcher. Deswegen habe ich die Fläche erstmal schon so weit vorbereitet und die ist auch geklettet und auf die Ebene angepasst und so weiter und so fort. Ich brauche den Stall dann nur noch hinstellen, aber ich weiß noch nicht genau, welcher. So, und den lassen wir hier stehen. Den schalte ich jetzt mal aus. Aussteigen. Jetzt marschieren wir mal eben darüber. Ja, der Hof wächst und gedeiht. Der wächst und gedeiht. Ja. So. Hier haben wir jetzt noch ein Platz frei für einen richtig großen Traktor. Das wird dann mal der 1050 sein. Noch kann ich mir den nicht leisten. Aber die Zeit kommt. Und dann habe ich den. Ganz klar, ohne geht nicht. Und hier habe ich noch Platz für einen ganz großen Anhänger. Den vom Sander. Bei dem so schön herrlich viel reinpasst. Und mit dem wird dann auch der 1050 unterwegs sein. LKW werde ich mir hier wahrscheinlich gar keinen anschaffen. Da hinten unter die Durchfahrhalle stelle ich später noch einen Roder. Der hat dann hier schön Platz. Naja, und falls ich mich umüberlegen sollte,
Doch noch ein LKW, weiß ich noch nicht, aber ich glaube nicht. Und hier hinten, tja, da habe ich auch einen Reinfall erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir diese Spatenmaschine gekauft, weil, da rennen wir mal schnell hin, zum Kartoffelfeld. Dieses Feld hat mir nämlich gemeldet, es hat Unkraut und da muss die Spatenmaschine ran. Und schaut mal, was passiert ist. Die schöne Struktur hier von diesen Kartoffelfurchen hat mir die Spatenmaschine kaputt gemacht und dann auch noch Steine hochbefördert. Da habe ich das sofort gebremst und gesagt, nö. Dann soll das Unkraut von mir ausgedeihen. Hier, schaut mal. Unkraut wachsend Hacke. Ja, eine Hacke habe ich nicht gefunden. Da habe ich eine Spatenmaschine gekauft. Die steht jetzt da erstmal rum. Ich weiß nicht, ob ich die werde behalten. Das sehe ich noch. Aber das geht gar nicht. Also sowas, nee, das mag ich einfach nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob auf dem kurzen Stück jetzt hier dann auch noch die Kartoffeln gedeihen werden. Unkraut wachsend, Striegel, ja, ja. Mit dem Striegel, das lasse ich mir eher gefallen. Und Walzen tue ich jetzt hier auch nicht. Die Struktur von dieser Kartoffellegemaschine geht einfach kaputt dadurch. Ich lasse das, wie es ist. Und wenn es nicht anders ist und wirklich ein Problem wird, dann muss ich mit der Spritze drüber fahren. Schluss, aus, Punkt. Alles andere ist jetzt erst einmal völlig wurscht für mich, weil das sieht so schön aus. Und wenn die dann, die Pflanzen wachsen, die Kartoffeln, und blühen, das sieht so schön aus, wisst ihr? Und das lasse ich mir jetzt von diesen anderen Maschinerienzeugs hier nicht kaputt machen. Und dann noch Steine hier hochgeholt. Wenn es wenigstens nur das hier wäre, aber Steine auch noch. Und wie man sehen kann, die Kartoffeln sind weg. Die werden hier also nicht wachsen. Warum kriegt man eine Meldung, nachdem man das schon angebaut hat? Denn vorher war die nicht da, die Meldung mit dem Unkraut. Warum kriegt man eine Meldung nach Anpflanzen der Kartoffeln, dass eine Hacke nötig wäre, um das Unkraut zu entfernen, das noch nicht mal zu sehen ist? Das ist irgendwie nicht so ganz korrekt, finde ich. Überhaupt nicht. Also, ich mache das nicht. Ich werde es auch auf anderen Feldern auch nicht machen. Also, der Striegel ist in Ordnung, aber die Spatenmaschine, die werde ich mal wohl... Ja klar, ich mache das sofort. Ich verkaufe die wieder. Weg damit. Ich bringe die zum Händler. Und fertig. Aber das mache ich nicht jetzt, denn die Zeit ist schon wieder um, liebe Zuschauer. Sonst wird das Video wieder viel zu lang. Leider, leider ist das schon wieder soweit. Dann bin ich erstmal raus für heute. Wir haben einen neuen Traktor, wir haben einen neuen Anhänger und wir können die neu gebauten Gewächshäuser versorgen. Und wenn mal die Hühner da sind, auch die Hühner. Ganz schön viel Neues auf einmal, aber es macht halt Spaß. Wenn es euch gefallen hat, was ich jetzt hier gemacht habe, lasst mir bitte einen Daumen da. Das hilft dem Kanal und mir und auch euch. Denn dann bleibt es alles so, wie es ist und wird schön weitergehen mit Videos, mit Stream, mit allem, was dazu gehört. Und ich freue mich auch über jeden Kommentar oder auch über ein neues Abonnement. In dem Sinne sage ich erstmal Tschüssi für heute, eure Marietzl.